Wir sind in der analytischen Geometrie. Wir betrachten das Lehrbuch, und zwar MA3. Dieses MA3 gibt es sowohl für den Leistungskurs als auch für den Grundkurs. Und unser heutiges Problem beschäftigt sich mit dem Schnittpunkt einer Geraden mit einem Kreis. Allgemein könnte ich ja von Kreis und Geraden sprechen. Und wenn ich einen Kreis mit einer Geraden betrachte, dann können ja drei Fälle auftreten. Die Gerade könnte den Kreis schneiden. Das ist das, was wir hier machen. Dann erhalten wir eine Sekante. Die Gerade könnte mit dem Kreis einen Punkt gemeinsam haben. Dann haben wir eine Tangente. Und schließlich müsste Gerade und Kreis gar keinen Schnittpunkt haben. Dann spricht man von einer Passante. So, die Problematik betrachte ich an einem Beispiel. Die beiden Stationen nennen wir mal A und B, zwischen denen ein kreisförmiger See liegen soll. Diese sollen durch eine geradlinige Bahnstrecke verbunden werden. Wir fragen, in welchen Punkten schneidet die Verbindung das Seeufer. Wir haben folgende Skizze mal angegeben, wenn wir das hier schauen. Hier sind die beiden Punkte A und B, das sind also die sogenannten Stationen. Das soll ein See sein und wir wollen diese Punkte berechnen, S2 und S1. Und ja, da betrachten wir die Kreisgleichung und wir müssen dann eine Geradengleichung bilden. Die Kreisgleichung in der Form bedeutet ja, dass der Mittelpunkt mit dem Koordinatensystem zusammenfällt. Das würde also bedeuten x² plus y² gleich 25, weil der Radius 5 ist. Die Geradengleichung wäre y gleich minus 1/3 x minus 5/3. Und das habe ich noch mal ganz kurz dargestellt, wie wir zu dieser Geradengleichung kommen. Man geht aus von zwei Punkten. Wir haben hier A und B. Dann berechne ich den Anstieg der Geraden. Und der Anstieg ist ja definiert als Quotient der Koordinaten y2 minus y1 durch x2 minus x1. Für y2 habe ich minus 4. Wo haben wir den Punkt? Hier minus 4 und dann minus 2 durch x2, das wäre 7 minus minus 11. Und das ergibt insgesamt minus 1/3. Also beträgt der Anstieg minus 1/3. Mit diesem Anstieg gehe ich in die allgemeine Geradengleichung, die ja lautet y gleich mx plus n. Und ich muss jetzt mit der Gleichung das n bestimmen. Den Anstieg haben wir m. Und jetzt nehme ich den Punkt A meinetwegen für die Koordinaten y und x. Der Punkt A hat ja die Koordinaten minus 11 und 2, also y gleich 2, dann minus 1/3, x ist minus 11, also mal minus 11 plus n, und das aufgelöst nach n ergibt n gleich minus 5/3. Damit lautet die Geradengleichung y gleich minus 1/3 x minus 5/3. So, jetzt haben wir die Geradengleichung, wir haben die Kreisgleichung. Und können dann den Schnittpunkt ermitteln, indem wir die Geradengleichung in die Kreisgleichung einsetzen. Hier haben wir x², jetzt gehen wir ja y². Y ist aber unsere Kreisgleichung, also minus 1/3 x minus 5/3, das Ganze zum Quadrat, gleich 25. Das ist ein Binom. Allgemeine Formel wäre ja a plus b zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat oder a minus b wäre dann a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat.
Hier muss ich also das Quadrat von 1 Drittel x bilden. Das ist 1 Neuntel x Quadrat. Dann kommt das 2ab, das mal dem mal 2, ergibt 10 Neuntel x. Und das Quadrat von minus 5 Drittel wäre 25 Neuntel gleich 25. Das alles zusammengefasst, Leon, haben wir geschafft. Ne? Das ist x² plus x minus 20 gleich 0. Kommt da überprüft. Genau. Gut, dann löse ich diese quadratische Gleichung mit Hilfe der PQ-Formel, die ja allgemein wieder lautet: x1, x2 gleich minus b halbe plus minus Wurzel aus b halbe zum Quadrat minus q. Das p hat bei uns den Wert 1, das ist der Wert immer am linearen Glied. Das q hat den Wert minus 20. Also ist x1, x2 gleich minus 1 halb, das ist die Hälfte von dem, plus minus, dann käme das Quadrat von minus 1 halb, das ist aber gleich 1 Viertel. Und dann käme minus q, aber da q selbst negativ ist, wird es zum plus 20. Wenn wir das ausrechnen, dann haben wir ja 20,25 hier und hier haben wir minus 1,5. Wurzel aus 20,25 ist so 3,5, sodass wir 4,5, sodass wir als ersten Wert erhalten 4 und als zweiten Wert dann minus 5. Das sind die Koordinaten, die x-Koordinaten des Schnittpunktes. Jetzt brauchen wir aber die y-Koordinaten. Und Daniel, dann gehen wir jetzt ganz nach rechts. Hier, zu der Tafel. Da habe ich das nochmal ausgerechnet. Es ergeben sich also die Schnittpunkte S1 mit den Koordinaten 4. Hier habe ich mit Rot mal eingetragen 3, das zeige ich gleich nochmal. S2 minus 5 und auch 0. Diese y-Koordinaten erhalte ich nämlich dadurch, dass ich die x-Koordinaten in die Geradengleichung einsetze. Habe ich gemacht. Y gleich minus 1 Drittel mal x minus 5 Drittel und x wäre ja im ersten 4. Dann hätten wir die Gleichung. Das wäre 4 Drittel, hier muss ich korrigieren, ich habe falsch gemacht. Hier steht natürlich 1 Drittel mal 4, sind ja 4 Drittel, minus 5 Drittel, das sind minus 9 Drittel. Und minus 9 Drittel sind aber minus 3. Deshalb, die minus 3 kann ich hier eintragen, bei dieser Koordinate. Und mit dem zweiten Wert, da setzen wir ja minus 5 ein für x, dann haben wir plus 5 Drittel, minus 5 Drittel und das ist 0. Damit ergibt sich der zweite Schnittpunkt, minus 5 und 0. Damit haben wir gezeigt, dass tatsächlich Schnittpunkte vorhanden sind.